schneller Einstieg ist und wie professionell der aussehen kann, um auch in Rechtsfragen zu absolut innovativen Lösungen mit nachhaltig konstruktiven Wirkungen zu kommen, wird uns jetzt Astrid Kohlmeier erzählen. Sie arbeitet seit mehr als 15 Jahren an der Schnittstelle zwischen Recht und Design. Auf der einen Seite als Rechtsanwältin und auf der anderen Seite auch eben als ausgebildete Designerin. Sie berät Anwaltskanzleien, Legal Departments und Legal Tech Unternehmen eben im besagten Bereich Design Thinking. Und was es sich, warum es sich lohnt, sich wirklich sehr komplexen Rechtsfragen mit Design Thinking zu nähern, das erfahren wir jetzt von Astrid Kohlmeier. Freue mich sehr. Genau, vielen Dank für die Einladung und schön, dass Sie mir 10 Minuten Ihrer Zeit gönnen, um über Legal Design die Grundlagen zumindest zu sprechen. Wir haben uns ja aufgeteilt, wir sind 3 Sprecherinnen, die jetzt in dieses Thema einsteigen. Ich fange also an mit den Grundlagen. Vielleicht eben ganz kurz, Sie haben mich nett schon vorgestellt, aber es lohnt sich vielleicht ganz kurz zu wissen, warum ich so eine Hybridperson geworden bin, die ich geworden bin. Einfach aus der Tatsache heraus, dass ich als Anwältin angefangen habe zu arbeiten und mich grundsätzlich extrem genervt hat, was wir da so fabrizieren, was wir produzieren, wie unsere Sprache aussieht, warum das alles so wahnsinnig kompliziert sein muss, sodass ich dann in eine andere Industrie gegangen bin, in die Werbeindustrie. Da habe ich mich begeistert für die Herangehensweise, wie dort an Aufgaben herangegangen wird, wie Designer Probleme lösen. Und es hat mich so fasziniert, dass ich mehr darüber erfahren wollte und habe noch Design nebenbei studiert. Seit 6 Jahren berate ich selbstständig, wie Sie ja schon gesagt haben, Kanzleien, Unternehmen und auch Legal Tech Unternehmen. Und ja, erzähle Ihnen jetzt erstmal, was Legal Design überhaupt ist. Wer hier im Raum weiß es schon? Ja, so ein paar sind es schon. Bei den gestrigen Veranstaltungen, gestern und vorgestern war ich auch in einer Veranstaltung, da wusste niemand, was Legal Design ist. Und für die 90%, die jetzt nicht den Arm gehoben haben, nochmal wirklich vielleicht dieser Eingangsstatementsatz von einer Harvard-Professorin zeigt vielleicht ganz gut, in was für einer Thematik wir uns aufhalten und ob wir nicht vielleicht doch so ein kleines Problem haben, wenn es dazu kommt, dass nicht mal eine Harvard-Professorin ihren eigenen Kreditvertrag verstehen kann. Dann kann man sich doch mal fragen, ja, können wir das vielleicht mal anders machen? Warum muss das so sein? Erkläre ich Ihnen, was Legal Design in dem Verständnis ist, wie es bis heute geprägt ist. Das sage ich absichtlich so, denn die Definition ist möglicherweise noch nicht abschließend, denn es ist so in der Entstehung. Aber was als gesichert gilt, ist tatsächlich, dass Legal Design eine Methode ist und das ist ganz wichtig, auch vielleicht mitzunehmen, es handelt sich um eine Methode, Probleme zu lösen. Und diese Methode basiert auf der extrem erfolgreichen Innovationsmethode Design Thinking. Eine nutzerzentrierte, holistische Methode, die in allen anderen Industrien längst, und wirklich für die ist es ein alter Hut, Design Thinking, angewendet wird. Wir als Rechtsbranche sind da einfach so ein bisschen später dran, weil wir wahrscheinlich diesen Druck einfach bisher noch nicht so hatten. Das ist eigentlich die einzige Erklärung. Aber zu dem normalen Design Thinking paart sich im Legal Design tatsächlich auch die Fähigkeit, diese rechtlichen Komponenten und Zusammenhänge zu kennen und zu erkennen. Und hinzu paart sich die Legal Tech Thematik, die wir ja hier als Hauptthema haben. Also das ist, dass ich gerne sage, dass es wirklich eine Hybrid auch Konstellation ist, wenn wir über Legal Design sprechen. Denn ich will Sie gar nicht mit Details langweilen, aber wenn wir in den Designbereich nochmal gucken, auch da berühren wir verschiedene Abteilungen des Designs. Das ist zum einen das Produktdesign, das ist das aber auch Service Design, wir sind in einem Serviceumfeld, dann ist es aber auch Grafikdesign und da vielleicht an der Stelle darf ich sagen, dass die meisten, wenn sie Legal Design hören, denken, es ist nur Grafikdesign. Darum geht es eigentlich im Prinzip nicht, sondern es ist wirklich eine Methode, der man Probleme lösen kann. Und sie verhilft dazu, und sie verhilft vor allen Dingen uns Anwälten und uns Juristen dazu, die Perspektive zu wechseln. Und dafür haben wir bisher keine Instrumente gelernt. Das ist auch gar kein Vorwurf an uns alle, sondern wir haben es einfach nicht gelernt. Und da wird vielleicht Dalia was dazu sagen, ob wir in der juristischen Ausbildung etwas ändern müssen. Also die Methode hilft uns, die Perspektive auf den Nutzer hin zu vollziehen. Habe ich eigentlich irgendwo eine Timeline? Ah ja, hier, okay. Warum brauchen wir eine so eine Methode jetzt im Moment?
die erste Binse ist, wir stehen in einem Kostendruck, sowohl die Kanzleien als auch Rechtsabteilungen. Naja, die Kanzleien nicht so sehr. Interessanterweise, die Kanzleien stehen nicht so sehr unter Druck und fragen dann, ja, aber wieso muss ich jetzt so Innovation und so? Ich kann Ihnen gleich erklären, warum das so ist und warum es auch für Kanzleien gar nicht so schlecht ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ein anderer Grund, warum wir die Methode brauchen, ist diese Disruption, die wir jetzt vor allen Dingen durch Legal Tech erleben und sozusagen diese Bewegung, die da stattfindet, dieser Change. Und dieser Change tut weh. Wir brauchen eine Methode. Aber der wichtigste Grund ist meines Erachtens die Erwartungshaltung und auch unser Nutzerverhalten im Moment, wie wir alle geprägt sind, weil wir leben in einer Situation, die ungefähr so aussieht. Nämlich wir wollen das Recht in unsere Tasche passt, in dieses kleine Handy hinein. Und das lernen wir als Konsumenten. Und natürlich, wenn wir jetzt hier einen großen Merger vielleicht haben, dann ist es ein bisschen schwierig, das in so einer App abzubilden. Aber auch hier haben wir heute schon Ansätze gehört, das alles sozusagen mikro-klein zusammenzurechnen. Vielleicht wird es ja irgendwann so sein. Das ist zumindest, wenn wir mal die Konsumentenwelt angucken, und wir sind das alle, die Erwartungshaltung, ob es uns gefällt oder nicht. Wir benutzen auch alle Emoticons, wir sind vollkommen adaptiert an diese Art und Weise, nutzerzentriert oder nutzerfreundlich bedienbare Instrumente zu haben. Jetzt haben wir aber das Problem, zu dem ich vorher gerade kam, diese Innovation. Ja? Also wir brauchen wirklich Innovation auf jeder Seite. Jetzt haben wir aber wirklich ein Problem, wenn wir uns die klassische Welt anschauen zwischen Rechtsabteilungen und Kanzleien. Denn die Kanzleien sind diejenigen, die, wie ich vorher sagte, wissen, ja, ich weiß nicht so, ob ich jetzt Innovation muss, der Kostendruck ist vielleicht nicht so da, aber irgendwas muss sich schon verändern. Auf der anderen Seite erwarten die Rechtsabteilungen ganz klar, und das habe ich in vielen Gesprächen herausgehört, gestern wurde es auch nochmal ganz klar an der Bucerius, wo ich eine Veranstaltung hatte, die Rechtsabteilungen erwarten von den Kanzleien, dass sie in Innovation führen. Jetzt haben wir zwei Juristen, die Kanzleien und die Rechtsabteilungen, wo lauter Juristen sind, die keine Skills dafür haben. Woher auch? Wir haben sie nicht gelernt. Wir haben gelernt, in unserem Gesetzeskorridor zu agieren. Das ist ja auch in Ordnung. Und wir sind gerade in so einer Situation, deswegen habe ich diese Pyramide aufgemalt, wo wir so sehr auf die Tools uns konzentrieren. Wir sind ja nicht umsonst hier auf einer Legal Tech Veranstaltung. Aber vor den Tools kommt was ganz anderes, nämlich das Mindset, sich verändern zu wollen und zu müssen, mitzugehen. Auf der zweiten Stufe kommen dann die Fähigkeiten dazu, die man dazu erlernen muss. Und dann erst kommen die Tools, damit ich mir überlegen kann, an welcher Stelle ist es denn sinnvoll, wo habe ich repetitive Aufgaben, all das, was wir heute gehört haben, absolut wichtig. Aber die Grundlage ist tatsächlich auch dieser Innovations-Mindset. Das kann ich gar nicht deutlich genug sagen. Was kann uns jetzt, muss leider so ein bisschen durchhetzen, weil ich nur 10 Minuten habe, aber was kann jetzt Legal Design tatsächlich schaffen? Dadurch, dass es eine Methode ist, ich betone das nochmal, kann es eigentlich alles Mögliche. Wir können mit Legal Design Produkte designen, wie Software, zu dem wir alle heute hier sind, muss ich jetzt gar nicht im Detail aufhören, sind Beispiele. Wir können aber genauso gut den Legal Content designen. Warum muss ein Vertrag immer so ausschauen, wie er aussieht im Moment? Warum kann er nicht nutzerfreundlich sein? Wir können Services damit designen, habe ja gesagt. Wir berühren viele Designaspekte, unter anderem natürlich auch den Service-Design-Bereich. Und wir können die internen Prozesse damit steuern. Und das ist wirklich nur ein Ausschnitt, denn im Prinzip lässt sich alles, was in dem rechtlichen Kontext steht, mit Legal Design Methoden bearbeiten. Wir als Juristen haben so ein bisschen so ein One-Track-Minded-Geschichte, nämlich wir haben diesen Gesetzeskorridor, haben ein Problem und gehen schnell auf die Lösung los, und was dann rauskommt, ist alles gleich. Nämlich Vertragstext, der aussieht, der eigentlich immer gleich aussieht. Warum aber nicht wie ein Designer vorgehen, der eine Problemstellung ganz anders angeht, der erstmal ein Problem empfängt und sagt, danke für das Problem, ich schaue mir jetzt mal wirklich in der Größe an, ob das wirklich dein Problem ist. Ich schaue mir alle Stakeholder an, die an deinem Prozess beteiligt sind, ich befrage die mal, zu sagen, ich gucke mal, was deren Bedürfnisse sind. Wirklich dieses nutzerzentrierte Vorgehen ist einfach ein ganz großer Unterschied zu unserem juristischen Denken. Und erst dann, wenn er danach definiert hat, hier in der Mitte, das Problem, ist das seine Ausgangslage, um sehr viele Ideen zu produzieren, die zum Teil vielleicht ein bisschen wild sind, um dann wieder zurückzukommen zu einer Idee, die sich lohnt, die er testet, die er prototypisiert und mit schnellen Tests sozusagen dann bis zur Implementationsreife bringt. Das Ganze kann lange dauern, und es soll nicht der Eindruck entstehen, dass so kurze Workshops, wie wir sie ihn vielleicht auch nachher machen in einer Stunde, das ist nicht Legal Design, das ist nur ein Teaser, um die Methode irgendwie zu verstehen. Aber wenn man wirklich Legal Design anwendet als Methode, dann kann man das projektbegleitend machen.
Ich kann jetzt nicht mehr auf die Designprinzipien eingehen, weil ich eigentlich noch einen Film zeigen wollte. Aber wir teilen uns die also ein bisschen auf. Deswegen würde ich jetzt sagen, bevor ich die Prinzipien, Grundprinzipien erkläre, spielen wir lieber den Film. Denn da gibt es so einen kleinen Eindruck, wie wir haben letztes Jahr im November ein sogenanntes Legal Retreat veranstaltet, wo wirklich ganz verschiedene Leute eingeladen haben, um 2 Tage lang so einen Designprozess im Kontext rechtlicher Themen sich damit auseinanderzusetzen. Und über dieses Retreat gibt es einen Film, und der zeigt so ganz gut, Sie können ruhig schon starten, zeigt so ganz gut, wie, wie sich das anfühlt und was man da so macht. Vielen herzlichen Dank. Darf ich ganz kurz Vox Pop haben? Wer hätte unter Umständen Interesse, sich an dem Workshop zu beteiligen? Okay, ich glaube, der Raum wird voll. Ja, vielen Dank. Um 12 oder kurz nach 12.